ich eigentlich nicht mit. Nur ich brauchte ja ein bisschen Feenstaub, um diese Spiele alle auszuprobieren. So, jetzt wieder zurück zum Spiel. How strange. A portal to a snow-covered land. I've never seen this before. Enter Portal. Yes. Ich bin mutig. Wusch. Was ist das? Da steht ein Gnom. So, ich dachte, du meinst die Werbung. Ja. Da, die Details, die ist aus anderen Ein Augen. kleiner Gnom. Oder was ist das? Oh, ist die süß. Ein kleines Mädchen mit ganz, ganz langen Haaren. Da müsste ich. Oh, die könnte ich mal zeichnen. Regimam hat 2399. Ich glaube, Regimam holt ziemlich auf Martin. Habe ich auch so in der Übersicht gesehen. Talk to Violet. Oh, warte mal, ich habe ja den Sound an, weil es gibt ja mittlerweile so sprachgesteuerte Quests. Und Ja, du die sollte bist. man nicht ver. Ich gehe gerade hier kaputt. Das ist. Was machst du denn? Also ich bin halt ohne Scheiß. Ich bin echt gewillt zu sagen, ich schmeiß die weiße Border bei der Schrift einfach raus. Weil das halt echt kacke aussieht, wenn ich das zum Beispiel jetzt hier, ne, bei der Werbung habe. Ne, wenn ich da die Effekte reinklatsche, das sieht richtig kacke aus. Guck dir das mal an. Ja. Also ich meine, wenn du nah rangehst, Oh. dann geht, ne? Aber Und schwarzen, mach mal eine Umrandung in einem anderen Ton als weiß und schwarz, sondern so dieses dunkle Grau, was du eben für die Schrift ja, aber von. das ist ja schon der Hintergrund, das dunkle Grau. Da brauche ich auch keine Umrandung dafür. Dann kann ich es auch weglassen. Das wäre dann so. Doch, mach die Umrandung mal dunkelgrau. Dann setze ich das noch ab, weil dieser Rot-Grau-Kontrast, der flimmert in den Augen. Das ist der Ja, Komplement. eben, das sage ich ja. Deswegen bin ich halt geneigt zu sagen, mach das erstmal nicht. Weil der Grauton, auf dem das gerade steht, wäre der Grauton, mit dem ich die Umrandung machen würde. Da bin ich ja auch fest von den Farben, die mir vorgegeben wurden. Ach so. Ich hab ja keine freie Farbpalette. Ich muss ja halt mit Und dem arbeiten, was der Kunde sich halt ja, und wünscht. einen Schatten, mach doch einen Schatten drum. Das ist ja nicht verboten. Das könnte man tatsächlich überlegen. Machen wir es denn? Schlagschatten. Vorne. 30%. Wir machen erstmal 135, weil das eine schöne Lichtdatei ist. So, das hier ist Violet. Und Violet is Blue ist ein englisches Wortspiel, das heißt also nicht Violett ist blau, sondern Violett ist traurig. Violett ist traurig. Ich weiß nicht, wie die das im Deutschen übersetzt haben, aber das ist mir auch wurscht. So, talk to Violet. Hey, you're a little young to be wandering around here on your own, aren't you? There are big wolves roaming. Okay, also meine Figur macht sich Sorgen, weil hier überall Wölfe sind. Das ist Wolf Mountain übrigens. Wer RuneScape nicht kennt. Und ja, dass die Violet da so alleine rumläuft, das ist gefährlich. Aber die ist super hübsch gezeichnet, muss ich gerade dazu sagen. Rawr! Oh, sie meint, sie wäre ein Wolf. Ah, you are a scary one. Now come on, where are your parents? Wo sind deine Eltern? It's not safe to be here alone. Habt ihr es gehört? Boah, da muss ich mal die Musik ausmachen gerade. Aber Ja. das ist da. Ja. Ich weiß nicht, ich geh das gerade durch. Ne? Also das wäre ja ein relativ scharfer Schatten. Ein mittelscharf, sehr unscharf. Das ist Also gut. wenn. Ach so, Was? sorry, es kommt ja bei mir ein bisschen später an. Ist ja mit Verzögerung. Was davon war gut? Eher mittelscharf, unscharf, scharf? Das Unscharfe. Das unscharf. Aber wie unscharf? Mittelunscharf? Oder komplett unscharf. Ich sehe immer noch das Scharfe jetzt bei mir. Es dauert ein bisschen. Ja, alles gut. Mach mal mittelunscharf. Aber das ist sehr, sehr gut. Und das bricht ja nicht deren Regeln. Ne, das ist richtig. Das ist einfach nur sehr dreidimensional. Oh no, she ran straight into the portal. A little child could die out there. I need to save her. Yes, we do. I do. Enter land of snow portal. Ich habe ein Abenteuer. Es gab ja jetzt. Ups. Alles okay bei dir? What? A snowball flies out of nowhere and knocks you over. Oh, ist das schön hier.
Oh, ich muss die Musik anmachen. What the? Oh, ist das süß. Die kleine Snow in your face. That was uncalled for. Come up here and face me. Sorry, dass ich so komisch rede, aber das ist so ein... Ja, es ist gerade echt weird. Ja, hör mal, das... Dodge the snowballs rolling down the hill. Oh, ein Smiley. Dodge the snowballs down the hill. What? Was kam denn da? Hilfe. Ich will ja nichts sagen, aber ich werde gleich... Dodge? Wie Dodge? Wie soll ich das denn machen? Hallo? Soll ich die rollen oder wie? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin ratlos. Ich bin... Sorry. Snowboards? Ich soll irgendwelche Snowboards dodgen. Was ist ein Dodge? Okay, die haben mich gedodged. Ausweichen. Ach, ausweichen. Oh, sorry. Ich bin genau reingerannt. Ja, weil mein Spiel macht hier gerade... Pops. Ich muss ausweichen. Okay, und das schaffe ich nicht. Ach, Mann. Ja, tut mir leid, aber ich krieg das hier nicht mit zwei Streams. Wenn ich spiele, krieg ich das nicht geregelt. Alles gut. Das kriegen wir schon. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt hier anfange, mit Schlagschatten zu arbeiten, ne? Ja. Dann muss ich ja der Konsistenz halber... Na, warte. Dann müsste ich ja der Konsistenz halber den Kram hier auch mit einem Schlagschatten schreiben, oder? Ich lade gerade dein... Weil das halt... Das ist doch... Also, wenn ich da den... Aber guck mal, das, jetzt ist halt wieder die Frage, weil ich ja jetzt nicht auf dem dunkelgrauen schreibe, sondern auf dem beigen schreibe. Muss dann da auch ein Schatten hin, um es Konsistenz zu halten. Und muss dann auf den anderen Screens jeweils auch überall einen Schatten hin. Und sieht der Schatten überhaupt aus bei Produced By und so weiter und so fort. Also. Aber ohne Schatten ist es kacke. Das flimmert in den Augen, ist in klein nicht lesbar. Also ich würde den Schatten dann. Der Schatten ist in klein auch nicht lesbar. Das ist nur noch ein Geschmiere hinterher. Das könnte ich dir auch so sagen. Boah, die Farben sind schwierig. Die sind echt schwierig. Außerdem sind die Farben total 90s, ne? 90er. Just saying. Ja, Retro. Weißt du, wer da hinkommt? Ja, Retro-Leute. Richtig. Danke. Die müssen sich da halt wohlfühlen. So, das ist ja aber auch gar kein Problem. Boah, jetzt habe ich die Musik an von RuneScape selbst, die da eingeblendet wird. Die ist ja cool. Die ist ja richtig süß, so eine Weihnachtsmusik im Hintergrund. Ja, Stream beginnt in Kürze. Wenn man da bei dir guckt, denkt man, der Stream ist noch nicht an. Egal, ja. Ist ja... Ein lustiger... Ach so. Sehr witzig. Very funny. Ich habe jetzt deinen Stream nicht im Multistream angeguckt, sondern ich gucke den jetzt im normalen Stream. Retro. Ich bin auch eine Retro-Frau. Ja. Ich mache nochmal Multi. Also jeder, der sich fragt, Multistream, wer da im Hintergrund redet, der kann Multistream eingeben. Und kommt dann zu Martins Stream. So, aber ich muss ja gleichzeitig auch noch ein bisschen gucken hier. Also, ich spiele RuneScape, das neue Weihnachtsabenteuer. Und aus irgendeinem Grund soll ich hier irgendwelchen Kugeln ausweichen. Soll ich nach oben laufen oder so? Ich weiß nicht so genau. Das Schöne an neuen Questen sind immer, dass man nicht weiß, was man machen soll. Huch. Nein.
Mann, soll ich da hoch oder wie? Was wollen die von mir? Also rechts, links. Rechts, links gibt es erstmal schon. Ja, rechts, links. Ich bin ein bisschen langsam bei Questen. Komischerweise ist meine Figur da gerade. Would you like to make the puzzle easier? Oh, yes. Snowballs will now roll down the hill at a slower rate. Na, vielen Dank. Danke, hey, Jagex. Kannst du auch noch cheaten, oder ja, was? Ja, aber... Oh. Oh, das ist ja langweilig. Ja, das haben die irgendwie vor einem Monat oder zwei Monaten eingebaut. Das Queste, die man nicht schafft, die werden einfacher. Cool, ne? Genau das mein Ding. Ist ja langweilig. Ja, aber... Und ich schaff's trotzdem nicht. Guck mal, der reagiert nie, wenn ich klicke. Ich weiß nicht, ob ihr meine Maus seht. Rechts, links, guck mal, Freund. Lisa hilft mir schon. Was, rechts, la, la, la. Rechts, links, A, ja, ja. B. Na. Geh rüber. Geh rüber. Oder gar nicht. Nein, die. Rüber, 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 rüber. Rüber, 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 rüber. Ich bin genau reingerannt. Ich glaube, ich muss einfach nur am Rand bleiben, oder? Kann das sein? Ich glaube, ihr verzweifelt noch an mir, weil ich so ein schlechter Quester bin. Ah, jetzt wieder rüber. Guck mal, der ist so langsam. Das ist bestimmt, weil der Stream im Hintergrund so viel Kapazität, Ressourcen verbraucht. So, Resources. Ja, ich bin fast oben. Nur, boah, nee, das kann sich ja keiner geben. Und da bin ich. Geschafft. Haha, Violet, nimm dies. Entschuldigung. Also ich finde, das ist ein bisschen too much. Ich glaube, da würde ich tatsächlich beim Einfachen bleiben. So, bei dem Rest kann man das ja machen, ne? Aber da. Das sieht irgendwie zu viel aus. Ah, Moment, ich bin ja auch dumm, oder? Kann das sein? Nee, das ist. Warum setzt der das denn wieder zurück? Das habe ich aber nicht so bestellt. I should probably do the right thing and make sure that the monsters doesn't eat her. Ach, das kleine Mädchen, ich muss das kleine Mädchen beschützen. There could be wolves out there, wolves. Das wird mit O geschrieben. There could be wolves. Komm, wir üben englische Aussprache. Die sind ja süß. Oh, ho, ho, ho. Wie geil. There could be wolves out there, out here, or big bears. Oh, a cute little cabin in the middle of the woods. Oh, ist das süß. Entweder friere ich jetzt oder habe Gänsehaut. Ich weiß nicht so genau. Ist das süß. RuneScape. What? Candy, Peko Candy, der ist auch süß. Und die haben jetzt alle ein bisschen auf. Ich habe die Overlays geändert, dass in jedem Overlay jetzt, auch wenn wir zum Beispiel hier nur dumm rumlabern, so wie jetzt, sind trotzdem die Emotes funktionieren. Zum Beispiel, jetzt werdet ihr gleich sehen, der Emote, genau, da ist das Herz, super genial. Aber back to the game. Also, wir sehen jetzt hier gerade das neue Weihnachtsabenteuer in RuneScape. Das ist ein Spiel der englischen Firma Jagex. Das ist das einzige Spiel, was ich spiele. Mhm. Und das ist das beste Spiel überhaupt. Genau. Ach, das habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass dein Emote eine Weihnachtsmütze aufgekriegt hat. Gut, aber wir sind jetzt hier aktuell in einem wunderhübsch verschneiten Weihnachtsmütze. Genau. Yay! Oh, aber die passt sogar noch richtig. Manchmal passt die Weihnachtsmütze nicht richtig. Wenn ich zum Beispiel meinen Wurm da mache. Wo ist mein eigener Wurm? Wo ist er? Wo ist er? Oh, ich muss hier in dem... Ach, guck mal, seit gestern habe ich von der Gall... wo ist es denn? Ach, da ein Emote, weil mir jemand einen Sub geschenkt hat. Oh, die passt zum Beispiel nicht, die Mütze oben. Habt ihr gesehen, das der Gall-Emote? Mir hat gestern jemand einen Sub geschenkt beim Dergal und ich kenne den gar nicht, der mir das geschenkt hat. Ich glaube, man kann random verschenken. Ne? Man sagt, ich verschenke jetzt 5 Subs. Ja, anonym, genau. Genau. Und das wurde mir dann angezeigt. Das habe ich aber erst viel später gemerkt, weil ich habe gar nicht, pass mal auf, das muss ich noch erzählen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich bei Dergal war, weil ich habe Kavau geguckt und dann auf Lurk
Und als ich wieder an den Rechner kam, da war ich bei der geil, weil der den geradet hat. Und hatte ein Sub. Also so muss es laufen, ne, dass man überall Subs. Das Schöne ist, jetzt kann ich der geil Emotes benutzen. Ich finde nur hier, ehrlich gesagt, bei dem OBBS gerade, bei dem OBS sehr nervig, dass mir Emotes angezeigt werden und die wichtigen, nämlich die von meinen Subs, die sehe ich nicht. Das ist doof. So, ich habe zum Beispiel jetzt Dergal und Quiz und die haben jetzt eine Weihnachtsmütze auf. Ey, absolut. Der Quiz hat eine Weihnachtsmütze auf. Wie geil ist das denn? Oh, cool. Very, very nice. Genau, very, very nice. So, jetzt sind wir hier im neuen Quest von RuneScape, in dem Weihnachtsquest. Die wollten den aber so gestalten, ich hatte vorher mal so einen Stream dazu gesehen, die wollten den so gestalten, dass man den das ganze Jahr über machen kann. Hier schneit es halt. Also es ist jetzt kein... Entschuldige, Martin. Ich bin hier gerade über so ein Teil in der Umgebung gegangen. Ich bin in der Schneelandschaft. Du machst ja dein Ding. Ich bin hier in der Schneelandschaft und da ist so ein kleiner Schneehügel, der hat so eine gelbe Spitze. Und wenn man da drüber geht mit der Maus, steht da Eat the Yellow Snow. Wie geil ist das denn? Aber du Geht das? weißt doch, never eat yellow snow. Ja. Was passiert denn da? Ich glaube, ich will das gar nicht wissen. Yellow Snow tastes like lemon. Oh, wie geil ist das denn? Scheibenkleister. Ey Leute, wie viel Uhr haben wir? 34. Das muss ich selber klippen. Ich weiß, man sollte sich, glaube ich, nicht selber klippen. Das ist wie so im Spiegel gucken und sagen, oh, bin ich schön, ne? Aber das ist einfach Eat the Yellow Snow. Boah, nein, ist das genial. Tastes like lemon. Ey, Jagex, ich liebe dich. Ganz offiziell, ich will dich heiraten. Ach, ich bin schon verheiratet. Okay. Gibt's ein Adoptieren ist doof, ne? Ach doch, Jagex, das Spiel ist 18 Jahre alt, geht, passt. Investigate well. Oh, kann das sein? Well, 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 what do we have here? Oh Gott, ist das geil. Also wer jetzt kein Englisch kann, man soll den Brunnen inspizieren. Und well, well, well ist ein Wortspiel. Okay, die meisten werden das verstehen. Inspect well. Well, well, well. What do we have here? Das funktioniert im Deutschen nicht. Da müsste man sagen, Brunnen, Brunnen, Brunnen. Was haben wir denn hier? That doesn't work in German. I'm so sorry. So, jetzt gehen wir mal rein. Knock on the door. Knock, knock. Rather than saying it out loud, maybe I should just knock. Boah, ich krieg mich nicht mehr ein, ist das geil? Oh mein Gott. Knock again. Who's there? Oh, das ist aber ein Wolf. Very nice. You hear a large amount of shuffling before a reply. Was? Shuffling? Ja, auf jeden Fall, immer. Was ist denn Shuffling? Hin und her schieben. Okay. Also Shuffle ist eigentlich Mixen. Also so Shuffle the Cards, das Kartenspiel Mixen. Ah, oder eine Playlist abspielen, ne? Shuffle oder Genau, so. genau, genau. Total gut. Und dann, ich verstell mal meine Stimme nach dem, was ich da sehe. Das scheint so ein Wolfsmensch zu sein. What do you want? To go on an adventure. I want to build a snowman. Trick or treat. Für Süßes oder Saures sind wir ein bisschen spät dran dieses Jahr, ne? I want to build a snowman. Komm, wir sind mal albern. Stop teasing the visitor and invite them in. Come in, dearie. Out of the cold. Ah, jetzt darf ich rein, weil ich einen Schneemann machen will. What? Okay, ich bin jetzt drin. Die sehen aber scary aus. Ja, so ein bisschen Yeti-like, genau. Kann ich da was essen? Wir reden mal mit Trevor. Trevor und Betty. Ah, das ist ein Mann Yeti und eine Frau Yeti. Kann ich noch irgendwas anderes machen? Nachdem ich schon zweimal gelben Schnee gegessen habe, ne? Thank you. It was rather chilling out there. I just wanted to check that girl.
Would you like some stew? We've only just added fresh ingredients. No! You ate her! You monsters! Entschuldigung. Prepare to die! Mom, I saw a hairless... Look, there he is. Oh, so süß. Die lebt bei den Yetis. Oh my god. Oh! You live here? You lost the snowball fight. Are you causing trouble? Did you go beyond the gate? No, I just wanted to see more. I want to see mountains again, mountains. But you know better than to run off without us. You have... What have we told you? Not to go beyond the gates of the house. I'm sorry. Thank you for bringing her home to us. I just want to go to the festival. It's the first time I can go this year and all other Yetis are going except us. Oh, Violet, my girl, we can't make the journey. It's too far and it's too dangerous. There is always next year when you are a bit more grown up. Ja, Kinder, ne? Weiß man ja. Die können nie warten. Ja. But what is what you always say? Perhaps I'd be able to help out. Because I'm very nice. Oh, please! Entschuldigung. Would you give us a minute or two to talk with us, adventurer here? I'll go to my room. See you later. Don't call me later. Call me Dad. Was? Moment, das nimmt gerade eine sehr komische Wendung. Und dann soll ich jetzt sagen, warte mal, ich muss die Musik mal leiser machen. Settings. Und bitte mach nicht... Nicht die ganze Diskussion nochmal. Please don't. Ah. You've captured a human girl! Sorry. Yeah. Calm down. We haven't captured her at all. But you've got a little girl. Where are her parents? Violet is an orphan. Also eine Waise, ne? Falls, yeah. We found her on the doorstep in a basket wrapped up in a blanket. Oh, ist das süß. A likely story for kidnappers. We've raised her, held her hand through her first steps, kissed her knees when she fell over, and we fought away the monsters that hide under her bed. We know she isn't like normal Yeti children, which is why we are afraid to taking her to the festival. I worry that she won't be accepted. Verständlich. The longer we leave it, I worry, the worse she is going to get. She always runs off beyond the gates, and we're too old to keep her from doing so now. It's only a matter of time. We want to give her the most magical childhood before she grows up, but have never been able to. Da muss ich helfen. We are worried about it. What if she pick up on or make fun of? Ah, genau. Dass sie über sie lachen. What if the journey and what is this journey and festival like? Says very nice. There is a village nearby, just over the mountains pass, where all Yetis gather to celebrate. Echt? It's somewhere what a rite of passage for all Yeti kind. Ja, dann muss die Violet das auch machen, denke ich mal. But Violet isn't a Yeti. I worry she won't be accepted by the others. We've always wanted to take her to the festival. Yeah. Would you be willing to accept my help? Ja, ich helfe ja immer, ne? Ich bin nämlich der berühmte Adventurer in RuneScape in Gilinor. The question is more for you. Are you willing to help Violet have a magical adventure? Ja, also magical adventure klingt ja erstmal gut. Ja. Yes! Natürlich. Yes, I'd love to help you. Definitely. Thank you. You should probably tell her the good news. Yeah.
Dann gehen wir mal ins Zimmer und reden mit Violet. Wo ist sie denn in all dem? Ah, talk to Violet. Violet? They're never going to let me go. I'm a brave adventurer like you. I can make the journey. I'm running away. I'm going to run away to Yiddy Town and live there. Uh-oh. No parents. Genau. No parents, no rules. I can eat whatever I want. Okay. Kinder, ne? Immer. I've got some news for you. Pickled pink pancakes for dinner? No. We've agreed that we can go to... Wait, what are pickled pink pancakes? Ah, only the tastiest, bestest, mostest dinner in the whole wild world. Okay, we have to try some We're going to the Yeti Festival. We're going to... But Mom and Dad won't let me go. Well, the grown-ups, we are talking and we agreed that we can help you to get there this year. Mm-hmm. You are going. So pack up some warm clothes and anything you think you'll need and we'll be on our way. Really? We're really going? Warum man als Ersti zunimmt. Mama und Papa können nicht mehr Nein sagen zum Essen, was man essen will. Okay, das ist ein Argument, ne? Also bleibt bei euren Eltern und hört auf sie, wenn es ums Essen geht. Obwohl, ich habe meine Kinder auch rund und kugelig gefüttert. Really? We are really going? Really? Mhm. Bärbel, das Wichtigste ist jetzt aber, lasse ich mein Logo sehr prominent da drin? Lasse ich es komplett raus? Und wie gestalte ich das? Das ist halt schon sehr, sehr... Ich meine, das ist ja fast größer als der Luftjahr selber, ne? Ja. Nee, aber ich finde es... Also kleiner geht's ja nicht, weil dann kannst du es auf dem Handy ja auch nicht mehr. Dann gibt es nur so einen Pixelsalat unten. Ja, eben. Ja, ja. Really, really? Really, really? Woohoo! Entschuldigung, ich mach, glaube ich, meinen Ton gerade. Thank you. Du machst sowieso alles kaputt, alles kaputt. Ja, tut mir total leid, aber ich bin so excited. Thank you. I'm so excited. Das muss in deinem Stream sehr merkwürdig rüberkommen. Can you help me pack? Ja. Entschuldigung. Can you help me pack? I'm taking everything. Ja, so weit kommt's noch. Everything? It looks like you've got an awful lot of stuff here. Aha. Let's only take essentials, shall we? You're right. Shall we take this? Violet shows you a wooden toy train. If it makes you happy, but now let's go some warm clothes. Good idea. I don't know what is warm enough to... So how about you help me? Oh Gott, bitte sag nicht, dass ich jetzt in einem Quest die Sachen für ein Kind zusammenpacken soll. We can turn it into a fun game. I like to call it Spy. Oh, wow. You came up with this game all by yourself? Yep. Let's do it. How do I play? I say a letter and you have to find it. Bring it to me. Sounds awesome. Let's start. I spy with my little eyes something beginning with... Toy Train. Entschuldigung. Die spielt, ich sehe was du nicht siehst, oder? Heißt, ja, das habe ich schon verstanden. Ja, das frage ich mich gerade selber, weil das ist ja... I spy with my eyes. Ich sehe was du nicht siehst. Okay, das wusste ich nicht. Ja. Das ich spiele was mit meinem kleinen Auge. Okay. Toy Train! Thought it was the first letter. Oops, silly me. I spy... Violet wants to find you something beginning with the letter V. I spy with my little eyes something beginning with W. Was ist denn? Na. Was sieht man denn, was mit W anfängt? Search toy box. Please. Look under bed. Search toy box. Ja, aber wenn sie was sieht, ich sehe was das beginnt mit W. Oh, ein Einhorn hat sie hier stehen. Ich sehe was, das beginnt mit W, das muss sie doch sehen. Und wenn das in der Toybox ist, okay, ich suche die Toybox durch.
Wooden carving, iron figure, scarf or climbing boots. Was fängt da wohl mit W an? Wooden carving, aber climbing boots wären besser, ne? You open the toy box and find a wooden carving. Hä? Eine Holzschnitzfigur oder was? Ja, genau. Ja, aber was macht man damit? That is not what I had in mind. Kleine Bratze, ey. Search wardrobe. Ja. Du bist ja heute wieder freundlich. Ja, Unglaublich. Also da ist ja mein Trash-Talk und da kannst du nichts dagegen. how to be a witch? Violet? That is not what I had in mind. Ich sage jetzt nichts mehr, ne? So Worte wie Zicke kommen mir in den Sinn. Ey, wo kann man Ja, denn. das, also ich habe dich schon ganz andere Sachen sagen hören. Das ist unglaublich. Weapon Gizmo, geht's noch? Was hat die unter ihrem Bett liegen? Das ist was für Erwachsene. You reach under the bed and find a weapon gizmo. Es ist ein Waffenteil. Talk to Violet. Correct! That is exactly what I was thinking of. Well done. Ja, super. Lisa sagt Gizmo. Er ist ein Gif. Heißt das wirklich so? Oh. Correctly, that is what I had in looks well. Violet wants to find you something beginning with the letter M. Ein Weapon Giz nee, Gizmo. Ein Gizmo? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich kümmere mich da ein andermal drum. Jetzt soll ich was finden, was mit M anfängt. Fangen wir mal links in der Wardrobe an. Mittens. Ja, now we're talking. Handschuhe wären nicht schlecht auf einer Reise. Correct. That is exactly what I'm thinking of. Well done. Entschuldigung, ich spiele das gerade nach. I spy with my little eyes something beginning with I. Also ein I. Fangen wir mal wieder links an, so rein systematisch vorgegangen. Ein fluffy Unicorn, das wäre was für Munna. Ist aber nicht mit I. Iron Figure. What? Hier oben das Tor. Ach, ein Zinnsoldat. Heißt Iron Figure auf Englisch. Aber was ich alles lerne heute in dem Spiel, das ist unglaublich. Correct! That is exactly what I was thinking of. Well done. Was sollen wir mit einem Zinnsoldat auf dem Weg über die Berge? I spy with my little eyes something beginning with a T. Jetzt fangen wir am Bett an. Stimmt, ein Weapon Gizmo. Guck mal hier, das heißt nicht Gizmo, sondern Gizmo. Ich wusste selber jetzt nicht mehr genau, wie das geschrieben wird. Ein leeres Marmeladenglas. Okay. T ist gesucht. Da ist nichts mit T. Toy Lion. Violet, geht's noch? Ey, wir können doch nicht den ganzen Krempel mitnehmen hier auf unserer Reise. Wahrscheinlich. Ach Quatsch, also du kannst ja wohl alles mitnehmen, ne? Ist ja unglaublich. Pink Fluffy Unicorn Dancing on Rainbows. Ich kenne das Lied nicht. Ich habe den Kawao einmal das singen hören. Was? Das ist doch, Ja. das ist aber schon Popkultur. Das müsstest du eigentlich kennen. Nee, ja, ich übe das mal. Correct! That is exactly what I was thinking of. Well done. Was haben wir jetzt geholt? So, I spy with my little eyes something beginning with S. Fangen wir wieder links an. Noch eins brauchen wir. Nein, da ist nichts mit S. Ein Scarf, das wäre ja mal was Nützliches, ne? Ein Schal, ja doch, den kann man immer gebrauchen. Ja, that was not what I had in mind. Socks. Socks wären auch nicht schlecht, Liebelein. Kleines Mädel. Correct! That is exactly what I was thinking of. Well done. Ja, jetzt haben wir doch alles. That is everything we need. Should we go tell Mom and Dad we are ready? Aha. Sowas von. Das macht Spaß. So. Mom, Dad, thank you, thank you, thank you, thank you. Ich kann mich da so gut reinversetzen. Ich war auch mal als Kind bei Yetis gefangen, müsst ihr wissen. I am so Tschu. Oh, die ist erkältet. Nicht gut. Bless you. Ach, sagen die bless you für Gesundheit? Ich habe mir gedacht, die Engländer sagen nicht Gesundheit. Doch, doch, klar. You better not catch a cold again. Make sure you're all wrapped up warm. No taking your gloves off. Okay. Even if you're feeling too hot, it's better to keep the warm layers on.
I'd be coming with you. I know the path well. Are you not bringing anything with you? I'm a yeti. All I need for going outside is the wind in my face and snow between my toes. Ho, 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 ho. Okay, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Right. When I'm ready, whether you, well, I'm ready, whether you both are. Before you all go off, please warm up with some freshly made stew. Das ist eine gute Idee. I'll pass. I have just eaten. Ah, oh, ich mag die aber. I'll pass. I've just eaten. What did you have? Pickled pink pancakes? Yummy! Thanks, Mom. Entschuldigung, ich mache deinen Stream kaputt. Dad, can you... Alles gut, du bist nur manchmal etwas laut. Du kannst mich runterdrehen. Dreh mich ganz leise, bis man mich gar nicht mehr hört. Dann kann Ach, Regi Mom... alles gut, alles gut. Ah. Ah, Dad, can you put my shoes on? No, I don't think they'll fit me. Okay, dann nicht. Können wir denn jetzt gehen oder so? Oder müssen wir noch irgendwas machen? Just leave through the window, we'll follow. Ah, ich will kein Stew. Okay. So, jetzt sind wir draußen. Go on an adventure. Stay where you are. Nee, 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 nee. Ich will ein Abenteuer. You're ready, Violet. I can't believe I'm finally going to the Yeti Festival. Yeah! Yahoo! Ich bin ein bisschen laut. Ich kann mich auch leiser machen. Ah, auf. Das ist süß. Wir gehen auf ein Abenteuer. Shake Bush. Warum? Also, ich habe gelernt in all den Quests, shake it off. Und jetzt? Doesn't seem to be anything here. Shake it off. Shake Bush. Wenn man irgendwas anfassen kann. Oh. Catch Firefly. Och, warum kann ich denn Fireflies fangen? Ja, warum denn nicht? Man muss sich doch mal gönnen. Ja, aber. Ich soll wahrscheinlich hier irgendwas machen. Investigate Frozen Bucket. Weil meistens in den Quests ist, wenn man irgendwas machen kann, dann muss man das machen. Also, wenn man irgendwas anklicken kann, Investigate Maple Tree. It's a Maple Tree. Wer hätte das gedacht? Did you know the Magic Tree secrets sugary syrup? Secretes sugary syrup that tastes delicious. Ja, das wusste ich. The syrup is also incredibly useful as it's sticky like glue. Oh, where did you learn this? It's common knowledge. Is it though? What's brown and sticky? I don't know. A stick? Die machen sich lustig über mich. Weißt du? Take Unglaublich. talk to Trevor. So, well, the only place a path appears to go is through there. Habt ihr das gehört? Awesome! Du bist jetzt begrüßt worden mit Text und dem hier. Genau, mit dem Zuggeräusch. Das habe ich selbst gemacht. Well, the only place the path appears is through there. In there? Yes, seems this is where it leads. Let's go. But it's dark. It's a little dark, yes, but a little dark? There could be monsters. I don't like the dark very nice. Let's work together to find a way to light up the way. Ah, okay. Fire. Probably not fire. Besides, there's nothing here that would catch the fire. It's a dam. Fire! No, fire. Ich halte mich schon zurück. Ich halte mich schon zurück. Fire! I can see you're going to be a little pyromancer when you grow up. Ja, das glaube ich auch. Fireflies. Do you see them? Buzzing all around is so pretty. All right, not a little pyromantic then. But now you've got me thinking. Okay, jetzt wissen wir, dass wir, wenn wir an diesem Busch schütteln, dass wir dann Alles klar, Bärbel schüttelt gerne Büsche.
Perfect. Violet can hold this whilst we go through the forest. Das soll sie festhalten, hä? Okay, jetzt habe ich ein Glühwürmchen. I don't want to go through the dark, bla bla bla. Jetzt geht das wieder von vorne los. Kann man da reingehen? Ich habe doch jetzt eine Firefly. Oh oh. Da kommt aber keiner mit mir. Okay. Was? Man kann... Check. What? Check. Ich konnte doch gerade da was checken. Leaning Tree. This looks like a great spot to place a makeshift... Ah. Okay. Investigate. Was soll ich denn hier machen? Also, ich habe Bäume. Die lehnen sich irgendwo hin. Die sind ein bisschen krumm. Aber wie ja jeder weiß, wachsen die Bäume auf den unterschiedlichen Hemisphären in eine andere Richtung. Mhm. Ist also nicht ganz korrekt hier, aber ja, was soll man machen? Investigate empty bucket. Da kann man was reintun. Ah, wahrscheinlich Ahornsirup. Was soll ich denn mit Ahornsirup an einem Baum? Ah, what? You chop some maple logs. Sorry, maple tree. Meine Katze sitzt draußen vor dem Fenster. Nein, ich lasse dich nicht rein. Don't chop all the trees. We're going to ruin all the tasty maple. Ja, das sehe ich auch so. Ich wollte ihn doch nur investigaten. I should find a way to getting some sticky maple. Use? Mit maple tree? Hilfe! La 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 la. Wie kriege ich denn diesen Maple? Kann der mir das vielleicht sagen? Das ist eine sehr gute Frage. Do you have anything useful? Ja, das wüsste ich auch gerne. I've got this empty jar. Perfect. Can I please use it? What for? Stuff? That sounds reasonable. Here you go. Okay. Jetzt muss ich wieder wahrscheinlich nochmal Fireflies schütteln. Shake it off. Shake it off. Wo sind sie denn? Da. Catch Firefly. Wollen die vielleicht, dass ich den Maple Tree. Leute. Okay, ich bin nicht der beste Quester auf diesem Planeten. Ich glaube, das merkt man schon. Oh, und ich habe noch einen Sound für euch gebastelt. Engel. Die sind neu, ne? Do you have any hints? How can I extract syrup from the tree? You need to create a spire. A what? What is a spire and how do I make one? It's a tree trap and usually crafted from metal or wood. If you find some logs, I'm sure you're skilled enough of a fletcher to create such an item. I'll get right to it. Okay. I could craft blah 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 blah. Yes, craft the logs. Ja, jetzt habe ich ein Spile. Was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung, was ein Spile ist. I can get syrup from the tree now. Yippie, yippie. You fill the bucket. Genial. So, jetzt habe ich einen Eimer mit Sirup. Kriege ich leichten Hungergefühl, aber Gott, irgendwas ist immer, ne? Und jetzt? Was mache ich jetzt? La 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 la. Kriege ich vielleicht noch ein paar Hints? Do you have any hints? I've got a bucket of syrup. That's great. Now, what are you going to do with it? Darum frage ich dich. That's a good question. I should probably look around to see if there's a use for it. Nochmal. I don't want to go through the dark. Bla bla bla. Sie fängt wieder von vorne an. Check leaning tree. Aber soll ich den mit Sirup einstreichen oder was? You have covered ein Viertel. Halbjahr. War das Schleichwerbung? You have covered. Ich mache. Oh Gott. Ich mache
Ahornsirup auf die Baumstämme. That appears to be all the surfaces I could possibly cover. I should tell Violet the next step of the plan. Okay. Also jetzt habe ich alle Bäume mit Sirup eingeschmiert. Süß. Sehr süß. Ah. Ich glaube, ich habe jetzt alles soweit fertig. Ich gucke mir gerade mal an. Werbung, das ist gut. Ja, ne? Der also Schatten. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja. Dann haben wir hier das Lower Third. Da sieht der Schatten absolut scheiße aus. Das kannst du nicht anbieten. Das sieht kacke aus. Finde ich, meiner Meinung nach. Also die Redner werde ich dann wahrscheinlich ohne Schatten halten, damit man das besser lesen kann. Ja, das geht auch, weil das dieses Beige ist, ne? Ja, richtig, genau. Und also bei der Werbung übrigens, dann kommt hier in dem Bereich kommt dann die Werbung rein. Ne? Also das wird keine Textwerbung sein, sondern wahrscheinlich eine Einblendung. Und dann werde ich einfach statt dem beigen Balken, werde ich dann die Animation runterlegen. Dass sie halt auch so halb schräg hier von der Werbung abgedeckt ist. Ne? Und weiß Bescheid. So. Ja. Genau, das habe ich. Dann Stream beginnt in Kürze. Das kann man auch sehr, sehr gut lesen. Ich habe dann auf den Schlagschatten hier unten verzichtet, weil das ja halt auch diese Farbe ist. Ne? Von daher würde ich sagen, passt das schon. Und bei Pause genauso. Ja, schön zentriert auch. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Sache, um das hier an der Stelle zu konkludieren, von meiner Seite aus. Ja, und die Schrift ist auch... Huch, Pause. Die Schrift ist dezent. Ich meine, selbst wenn die sagen, gibst du denen das vorher ab, dass die das genehmigen müssen? Wie gesagt, wir haben in 2 Tagen ein Meeting und da werde ich halt die Prototypen präsentieren. Also ich meine, dann sind immer noch 30 Tage Zeit, um Änderungen vorzunehmen. Ja. Aber es geht ja erstmal nur darum, um einen ersten Entwurf halt rauszuhauen, ne? Ja. Ich glaube, damit kann ich sehr, sehr gut leben. Gut, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, falls ihr heute Morgen schon eingeschaltet habt. Jetzt habe ich gerade nochmal den Multistream eingeblendet. Ach, ja, aber... Ich meine, viel zu sehen gibt es ja nicht. Das meiste habe ich ja schon heute Morgen gemacht. Ja. Sehr, sehr cool. Gut, dann, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann heute Abend beim Gaming wieder. Ne? Tschüss, Martin. Mal, bis dahin. Tschüss. Also, wer hier noch neu dazugekommen ist, die Stimme im Hintergrund ist Martin und der hat parallel zu mir. Der hat parallel zu meinem Gaming hier hat er gezeichnet. Wir haben eigentlich vor, dass wir beide gleichzeitig zeichnen. Das habe ich aber vergessen und war nicht vorbereitet. Das war meine Schuld. Das machen wir aber in Zukunft. La 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 la. Machen wir in Zukunft. Jetzt kann ich den Stream auch bei dir auch ausmachen. Dann hat mein Computer ein kleines bisschen weniger zu tun. So, und ich mache hier meinen Quest weiter. Ich habe auch vor, den dann zusammenzuschneiden und zu YouTube zu laden, aber erst morgen, weil man dafür als Affiliate die Inhalte von